Monika, Betty und Ted haben ihren Spaß. Ted geht's besonders gut. Ist auch klar, denn er hat eine ganze Menge Burger. Monika gibt ganz schön Gas. Ist die schnell? Betty kann uns auch einen Lifehack zeigen. So geht man mit Burgern um. Oh Mann, wie siehst du denn aus? Ted will diese Runde noch cooler machen. Er baut einen Burger-Turm. Ein Traum wird wahr. Aber bauen geht ja noch. Was tut er denn, um den Turm aufrecht zu halten? Ups, naja. Hauptsache, der Geschmack bleibt derselbe. Soll das euer Ernst sein? Mentos mit Cola? Wir wissen doch alle, was aus so einer Kombination wird. Ted öffnet ganz vorsichtig seine Dose. Also, das begeistert niemanden. Atmet aus. Ted, das kannst du jetzt problemlos trinken. Vergiss dein Mentos nicht. Jetzt ist Betty dran. Ihre Situation sieht um einiges gefährlicher aus. Eine große Flasche. Bam! Lust auf eine erfrischende Cola-Dusche? Zu schade, dass in der Flasche fast nichts mehr geblieben ist. Betty ist klatschnass. Monika, und jetzt bist du dran. Hier hast du deine Mega-Flasche. Mhm. Das wird sicher eine Mega-Explosion. Leute, ihr solltet besser in Deckung gehen. Wow, sieht das cool aus. Da hat jeder was abbekommen. Bitte versucht das nicht nachzumachen. Eure Eltern werden sich darüber sicher nicht freuen. Das Eis ist da. Der Löffel auch. Aber die passen gar nicht zusammen. Unsere Teilnehmer haben da interessante Kombinationen bekommen. Monika, du wirst sicher dein Bestes geben. Okay, weg mit dem Löffel. Mit den Fingern essen? Wo bleiben deine Manieren? Naja, zumindest hat sie alles aufgegessen. Ted hat's gut. Sein Löffel passt perfekt zu seinem Eis. Ein Ferkel ist das. Hör auf zu schmatzen. Und jetzt ist Betty an der Reihe. Aber mit so einem kleinen Löffel wird sie dieses Eis eine Ewigkeit lang essen. So lange kann keiner warten. Wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Ein Tag? Eine Woche? Ein Jahr? Ups, sie ist erfroren. Was soll denn der Krümel da? Ted hat auch nicht viel mehr. Und Betty hat gar nichts. Das ist nicht fair. Aber Monika freut sich auch nicht besonders. Okay, ein Bonbon ist schließlich besser als gar nichts. Ted, was bist du denn so geizig? Aber er will uns was zeigen. Oh, was für ein Trick. Okay, war's das schon? Oh nein. Betty, wozu brauchst du einen Schirm? Na gut, wir warten. Auf Regen oder was? Oh, wow, auf Skittles-Regen. Also bei solchen Niederschlägen hätte ich nichts dagegen. Bonbonregen, Schnee aus Eiscreme. Ach, das wär's doch. Yeah! Ted, Monika, was ist denn mit euch los?
Klar, die Bonbons haben euch vielleicht getroffen, aber das solltet ihr positiv sehen. Lasst es euch schmecken. KitKat. Mögt ihr den Riegel? Klar doch, vor allem, wenn man so viel davon hat. Und Monika ist diesmal der Glückspilz. Sie ist total begeistert. Ups. Aber Monika, das geht sicher auch etwas ruhiger. Ted verliert keine Zeit und genießt seinen Riegel. Oh, wie das herrlich knuspert. Betty, jetzt bist du dran. Die lässt es sich auch gut gehen in dieser Runde. Oh, das sieht irgendwie gefährlich aus. Jetzt kommt das Beste. Monika und ihre 100 Riegel. Sie weiß genau, was da zu tun ist. Dieses Rezept solltet ihr mitschreiben. Auch wenn man hierfür Superkräfte braucht. Feuerhände zum Beispiel. Oh, die Suppe sieht ja interessant aus. Eier sind natürlich keine Schokoriegel. Mag jemand von euch Eier? Okay, das war klar. What? Mein Beileid, Leute. Betty, du bist hier die Mutigste. Also fang an. Oh, ein rohes Ei. Wie eklig ist das denn? Ted will das unbedingt umgehen. Er hat auch schon eine Idee. Mal sehen. Hey, jetzt pass mal auf hier. Ups. Und was wird das? Ein Eiercocktail? Schmeckt das auch? Sieht zwar schön aus. Schmeckt aber mega eklig. Was habt ihr denn erwartet? Oh no! What? Und was passiert jetzt? Leute, wo seid ihr gelandet? Das ist wohl ein Ort, wo alle hinkommen, die ihre Eierrunde noch nicht bestanden haben. Monika, du vielleicht? Ah, da lässt sich nichts machen. Du landest direkt im Pool. Direkt in diesen Eiern. Ich frag mich, ob sie das je wieder abkriegt. Hey, was lacht ihr denn? Jetzt stinkt ihr genauso sehr nach rohen Eiern. Oh je, Chili. Das wird ja immer schlimmer. Und wer von euch zieht diesmal die Arschkarte? Ted natürlich. Oh no! Unser Beileid, aber das ist nun mal die 100-Schichten-Challenge. Betty hat nur ein kleines Stück abgebissen, aber schon brennt alles im Mund. Bläh. Monika hat Angst, aber sie beißt gleich von allen Schoten was ab. Oh je, da braucht jemand dringend Wasser. Ted sieht mit Grauen seinem Schicksal entgegen. Na los, beiß ab. Es gibt kein Zurück mehr. Hier kann eigentlich nur ein Eimer Wasser helfen. Gut, dass wir genug vorbereitet haben. Armer Ted. Ruh dich aus.
ein Kaugummi. Aber nur eins. Ted's Portion sieht um einiges besser aus. Aber der wahre Glückspilz ist hier Monika. Betty wartet nicht lange und steckt sich ihren Kaugummi in den Mund. What? Aber das Kauen fällt ihr ganz schön schwer. Ted zeigt ihr, wie das geht. Wusstet ihr, dass er Kaugummiblasen-Weltmeister ist? Das Problem ist nur, dass jede Blase, früher oder später, platzt. Ted, da musst du noch ein bisschen trainieren. Oh. Monika geht die Sache ganz einfach an. Je mehr Kaugummi, desto besser. Und sie zeigt uns gleich, wie richtige Kaugummiblasen gemacht werden. Das könnte doch ein neuer Weltrekord werden. Oh je, Monika, wo willst du denn hin? Haltet sie fest. Na dann, gute Reise. Halt dich fest. Bye, bye. So ein kleines Gummibärchen. Und nur eins. In dieser Schüssel finden wir mehr davon. Nicht schlecht. Aber je mehr, desto besser. Das gilt vor allem für Gummibärchen. Betty zeigt uns, wie man die Dinger essen soll. Wenn man vor allem nicht viel davon hat. Ted nimmt sich da genug Zeit. Zuerst will er mit ihnen spielen. Mädels, ihr seid doch so langweilig. Was habt ihr denn? Oh. Monika ist auf Wolke 7. So viele Gummibärchen gibt es nicht jeden Tag. Sie kriegt gar nicht genug davon. Aber manchmal kann Geiz solche Konsequenzen haben. Leute, da steckt ihr jetzt alle fest. Und was habt ihr jetzt vor? Nur ein Marshmallow? Wie wenig. Hinter meinem Marshmallowberg kann man sich verstecken. Ich habe so ziemlich die goldene Mitte. Das eine Stück ist doch ratzfatz geschafft. Jetzt zieh doch nicht so ein Gesicht. Mann, oh Mann. Ist okay, ich bin in Ordnung. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ihr bringt mich sicher nicht aus dem Gleichgewicht. Emma, was machst du? Ich probiere eine neue Technik aus. So weit gefällt sie mir. Und jetzt Susie. Ich bin bereit. Du siehst aus wie Wolverine. Ich krieg Angst. Mach dir keine Angst, Zack. Ich tue euch nichts. Das ist doch nur für meine Marshmallows. Und jetzt ein bisschen anbraten. Ein bisschen Geduld. Da ist was schiefgegangen. Lass mich das Feuer löschen. Oh Mann. Was für ein weicher Kaugummi. Zu blöd, dass ich nur ein Stück hab. Oh, mein armer Kiefer. Ein ganzer Kaugummiberg. Ich hab 10 Stück. Das gefällt mir. Lass uns Dinosaurier spielen. Sag, jetzt sei doch ein bisschen erwachsener. Mit Kaugummis soll man nicht spielen. Daraus macht man Blasen. Schon nicht schlecht, aber sicher noch kein Rekord. Mal sehen, was ich daraus machen kann. Sag, du machst uns Angst. Sitzen bleiben.
Das ist ein Dinosaurierüberfall. Du meine Güte. Super, und jetzt kann ich das alles probieren. Hoffentlich passt das auch in meinen Mund. Schaut her, ich mache euch gleich die größte Blase aller Zeiten. Du solltest langsam aufhören. No! Susie, wir müssen ihn retten. Ich habe einen Plan. Hier, kau das. Ah, ich sehe schon. Gleich. Fertig. Zeit, Sack wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Und... getroffen. Gut gemacht. Ich bin voller Kaugummi. Boah, wie eklig. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Diesmal sind es Sardinen. Emma, du hast recht. Da ist nichts Gutes dran. Und ich hatte am wenigsten Glück. Wie willst du das nur schaffen? Mir macht ja bereits ein kleiner Fisch Angst. Ich könnte ihn doch einfach wegschmeißen. Das war eine schlechte Idee. Aber okay. Ich nehme mir also deine Portion und du kriegst meine. Ugh, eklig. Ich würde nicht gerne tauschen. Aber wenn du drauf bestehst, ich mache einfach die Nase zu. Das ist trotzdem eklig. Ich kann mir das gar nicht anschauen. Okay, ich hab's geschafft. Das bedeutet wohl, dass ich jetzt an der Reihe bin. Oh. Nein, ich schaff kein Stückchen mehr. Muss doch nicht. Keine Sorge, Susie. Wir bereiten dir einen Fischcocktail zu. Ice Cream. Nur gut, dass wir einen Mixer gleich parat hatten. Oh, wie eklig. Ich kann das nicht trinken. Wirst du aber. Na los. Okay, du lässt mir keine Wahl. Ich hoffe, die überlebt das. Was ist mit ihr? Ich will zu meiner Mama. Aua, meine Ohren. Ein Haufen Cupcakes, wie cool. Meine Portion ist auch nicht viel schlechter. Im Gegensatz zu Susie. Menno. Wenn ihr nichts dagegen habt, dann will ich beginnen. Ständig dringelst du dich vor. Oh, ich bin nicht mehr aufzuhalten. Wieso isst du nur die Creme? Oh. Weil die am besten schmeckt. Dann will ich auch mehr davon haben. Na also. So gefällt mir mein Cupcake viel, viel mehr. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Wow! Da muss man eben Fantasie haben. Mm. Leute, jetzt bin aber ich an der Reihe. Oh. What? Zack, what? Gib mir meine Cupcakes wieder zurück. Oh. Sonst müssen wir uns rächen. Was habt ihr angerichtet? Wegen euch habe ich nichts probieren können. Komm schon, dein Gesicht ist noch voller Creme. Na, endlich ist das Glück auf meiner Seite. 100 Burger, ist das nicht cool? Oh Mann, ich habe nur einen. Dafür schmeckt er aber fabelhaft. Lecker Schmecker. Das war's aber auch leider schon. Ich kann mir Zeit lassen. Und 10 Burger müssten reichen, um mich satt zu kriegen.
Okay, Zeit, sie zu probieren. Emma, du hattest recht, das schmeckt wirklich klasse. Okay, Mission erfüllt. Warst du schnell? Ich bin schockiert. Mal sehen, ob ich es schneller schaffe. Ich sehe schon, sagt dir, gefällt's, was? Kannst du es auch was abgeben? Natürlich nicht. Die gehören alle mir. Na gut, du bist selber schuld. Wieso macht ihr mich nass? Hört auf, bitte! Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Wir wussten doch, dass eine kleine Cola-Dusche dir gut tun würde. Diese sauren Bonbons machen mir irgendwie Angst. Einverstanden, die sehen gruselig aus. Gerade noch mal gut gegangen. Hurra! Ich bin hier am mutigsten. Ich kann das schaffen. Halte durch, Sack. Das war mega sauer, aber ich hab's geschafft. Ich hoffe, ich schaff's auch. Oh, mein Mund explodiert gleich. Ich kann nicht mehr. Bloß nicht ausspucken. Oh, was für ein Schuss. 10 Punkte. Was ist das denn? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir. Soll ich drücken oder nicht? Natürlich doch. Emma, was hast du angerichtet? Wow. Oh, haltet doch den Mund, ich habe es selber bereits bereut. Geht alle weg. Hühnerkeulen, voll cool. Da haben wir richtig Glück gehabt. Also ich wäre mir dann nicht so sicher. Aber okay, das ist besser als gar nichts. Also esse ich wenigstens das hier. Lecker, aber hier fehlen noch Pommes und Cola. Also, ich bin auch damit zufrieden. Das schmeckt himmlisch. Ich kann nicht mehr länger warten. Mach, dass du fertig wirst. Hey, wirf doch nicht mit Knochen um dich herum. Sorry, aber das war so lecker. Ja, das sehen wir. Was schaut ihr mich so komisch an? Wir haben einen Plan. Lass mich in Ruhe. Wir mussten das aber machen. Sorry. Jetzt schrei doch nicht so. Hier hast du ein kleines Keulchen. Pizza. Nicht schlecht für den Anfang. Was hast du denn für Krümel bekommen? Schau dir meinen Berg an. Sag, übertreib's mal nicht. Schau hierher. Oh, ich habe einen Mordshunger. Gib mal das Messer. Das gehört mir. Okay, dann schaffe ich es auch ohne Messer. Schon mal eine Pizzarolle gesehen? Mensch, schmeckt das lecker. So, geschafft. Jetzt bin ich dran. In meinem Fall brauche ich ein Messer. Aber das ist total stumpf. Gut, dass ich eine Kettensäge mit habe. Du machst mir Angst. Keine Panik. Ich will doch nur die Pizza schneiden. Oh, ihr italienischen Köche. Ihr seid echte Götter. Mal schauen. Das Messer werde ich sicher nicht gebrauchen. Ich esse sie einfach so.
What? Das schmeckt tatsächlich herrlich. Ein wunderbarer Imbiss. Mit so einem Bauch passt du in keine Tür mehr. Ein Keks. What? Voll wenig. Das ist besser als gar nichts. Da hast du recht. Also dann... Ich liebe Oreos. Was sagst du zu meinem vielschichtigen und buntem Keks? Aha. Aber hier fehlt noch Milch. Yeah. Die perfekte Kombination. Zeit herauszufinden, was sich in meiner kleinen Box befindet. Hä? Ich höre nichts. Aha. Schauen wir mal. Oh, wow. Oh, was für ein riesiger Keks. What? Wie hat man den nur da reingequetscht? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich will gleich alles probieren. Das hat mir gefallen. Hä? Wieso habt ihr Kaugummis und ich nicht? Ich habe auch kaum welche. Sorry, aber diesmal bin ich die Glückliche. Das kannst du laut sagen. Na gut, dann kau ich halt diesen hier. So schnell schaffe ich das nicht. Wie lecker. Ich will mehr. Und jetzt pusten. Ist ja klasse. Meine Blase fliegt. Und was soll ich machen? Vielleicht versteckt sich ja mein Kaugummi irgendwo. Da ist er ja. Na, endlich habe ich ihn gefunden. Wow. Den muss ich dringend probieren. Mann, ist der schnell. Macht euch auf eine Megablase bereit. Du solltest so langsam Stopp machen. Wow! Ich kann dir übrigens dabei helfen. Oh nein, jetzt bin ich voller Kaugummi. Wir haben alle einen Hotdog? Seltsam. Soll das Senf sein? Lasst es uns herausfinden. Ich probiere ihn als Erste. Wünscht mir viel Glück. Schmeckt gut. Wenn auch ein bisschen trocken. Aber mit ein bisschen Wasser ist das schon okay. Aha. Und nun seid ihr dran. Ich habe nichts dagegen. Aber erst kommt etwas Soße drauf. Aha. So scharf kann das noch nicht sein. Ich kipp gleich mehr drauf. Oh nein, ich glaube, ich habe es übertrieben. Puh, jetzt geht's mir wieder besser. Zack, du bist an der Reihe. Aha. Wow. Ich muss zugeben, ihr habt mir ein bisschen Angst gemacht. Aber es gibt kein Zurück mehr. Bis die Fetzen fliegen. Oh mein Gott, Hilfe! Halte durch, ich habe einen Feuerlöscher. Danke, Emma. Du hast mir das Leben gerettet. Gern geschehen. Das müssen Glotzer sein. Genau das sind sie. Schaut mal, wie viele ich hab. Wow. Denkt ihr, mir stehen rote Augen? Perfekt. Und wenn ich ein Pirat wäre? Ich würde sicher etwas so aussehen. Ich bin Emma, das rote Auge. Mensch, jetzt habe ich aber Hunger bekommen. Mission erfüllt.
Das brauche ich nicht mehr. Dann bin ich jetzt dran. Zack, das hast du ja voll drauf. Na klar doch. Schnelligkeit und Genauigkeit sind meine Stärken. Und noch ein letzter Trick. Aha. Yeah, es hat geklappt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das auch schaffe. Aber ich habe einen anderen Plan. Aha. Ich helfe dir gerne. Mach den Mund schön weit auf. Sag, du triffst ja gar nicht. Wo bleibt deine Genauigkeit? Hier ist eindeutig was schiefgegangen. Was für nette Pfannkuchen. So schön goldig. Zu schade, dass ich sie wohl nicht probieren werde. Mach dir nichts draus, Emma. Du darfst uns gerne beim Essen zusehen. Na dann mal los. Und mit Schlagsahne schmecken die sicher noch besser. Sicher doch. Aber ich habe noch was Besseres. Okay. Schokotopping. Gute Idee. Lass mich deine Pfannkuchen übergießen. Ich hatte recht, das schmeckt fabelhaft. Was hältst du von einer anderen Soße? Von Tabasco zum Beispiel? Wo ist mein letzter Pfannkuchen geblieben? Oh nein, ist der scharf! Ich brenne! Was ist das? Das Glück ist auf meiner Seite. Sag, gib mir mal die Schlagsahne. Gerne doch. Super. Sag, ich brauche noch mehr Schlagsahne. Hey, so langsam übertreibst du es aber, oder? Ich werde dir eine Lektion erteilen. Was hältst du von ein bisschen Rasierschaum? Dankeschön, du bist ein wahrer Freund. Boah, wie eklig! Zu schade, dass es dir nicht gefallen hat. Tick-Tack, nicht schlecht. Einverstanden? Je mehr, desto besser. Lass es uns probieren. Aber ich habe nur ein einziges Stück. Lecker, aber viel zu wenig. Gut, dass ich mehr davon habe. Oh, mit verschiedenen Geschmäckern. Ich will gleich alles probieren. Gute Idee. Hey, ich halte auch mit. Macht mal Platz hier. Die sind so bunt. Sieht einfach klasse aus. Gib mir mehr davon, Jess. Los. Und jetzt probieren. Schaut mal, was ich kann. Und noch ein letztes Stück. Das war's auch schon. Mensch, bist du ein Staubsauger. Jetzt habe ich einen super frischen Atem. Oh. Dieses Eis sieht so appetitlich aus. Oh ja, und ich möchte es auch unbedingt probieren. Was ist schon toll an kaltem Eis? Scharfe Chili? Finde ich da viel besser. Mm-mm. Oh. Aber hier fehlt noch etwas Schärfe. Mehr Pfeffer. Verzeihung. Mädels, könnt ihr nächstes Mal vorsichtiger sein? Na, endlich sind wir im Kino. Hey! Eintritt mit Essen ist untersagt. Gib das her. So also, hier. Oh,
meine Hand, sie brennt. Was ist los? Hilfe! Gut gemacht, Zack. Was habt ihr angerichtet? Ich bin total nass wegen euch. Ich glaube, er muss ein bisschen abgekühlt werden. Der Weg ist frei, Leute. Kommt! Ist das kalt? Ich glaube, ich habe mich hier erkältet. Emma, hab was vom Popcorn. Aua, meine Zähne. Oh, das Popcorn hat sich in Eis verwandelt. Ich habe seit einer Ewigkeit kein Popcorn mehr gegessen. Schmeckt ja seltsam. Schmeckt eher nach Kohle. Ich glaube, mit unserem Popcorn stimmt was nicht. Oh nein, wir haben ihn zu sehr gebraten. Meine Hand ist voller Asche. Glücklicherweise weiß ich, wie ich sie wieder sauber kriege. Oh, was machst du, Bella? Sowas macht man doch nicht. Das bedeutet Krieg. Emma, lade das Popcorn. Wir werden so einfach nicht aufgeben. Wir haben genug Kohle. Zack und Bella haben uns die Laune verdorben. Andy und Emma haben mich eingefroren. Emma, das ist für dich. Alles Gute zum Geburtstag. Danke sehr. Zeit für unsere Überraschung. Lass die Torte schmücken. Gute Idee. Lass uns die Kerzen benutzen. So viel wie möglich. Ich zünde sie an. Ist ja schön. Lass uns feiern gehen. Emma, hallo. Hallihallo. Ist die Torte etwa für mich? Ich will die Kerzen ausblasen und mir was wünschen. Es klappt nicht. Ich versuche es noch einmal. Oh Menno, Andy, hilf mir mal. Das machen wir zusammen. Wir frieren gleich wieder. Ups, ich glaube, mit denen stimmt was nicht. Oh, ist das heiß hier. Ich puste die Kerze aus. Das wird die Sache besser machen. Was treibst du? Wir erfrieren doch ohne die Kerze. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Mädels haben ein Problem. Sorry, ich pack das weg. Bella, mach dir nichts draus. Ich habe was Besseres für dich. Oh, ist das schön. Ein echter Feuerkristall. Ich hab's vergessen. Ich hab auch eine Überraschung für dich. Ein Eiskristall. Wow! Oh Gott, er ist wunderbar. Du weißt, was mir Freude bereitet. Mein Kristall ist aber trotzdem besser. Das glaube ich nicht. Ich habe Hunger. Oh, Pizza. Super. Hey, Finger weg, die gehört mir. Wenn du nicht loslässt, friere ich deinen Schmuck ein. Was hast du angerichtet? Das war meine Lieblingskette. Oh nein, meine Ohrringe sind auch mit Eis bedeckt. Ich hab dich gewarnt. Das werde ich so nicht lassen. Oh, gut, dass ich eine große Cola habe. Emma, du brennst ja. Was machst du? Du hast meine Frisur ruiniert. Sorry, aber ich hatte keine Wahl. Danke, du hast mich gerettet. Na, endlich kann ich mich entspannen.
Hier fehlt doch etwas. Genau, ein bisschen Eis. Ein Eisbad ist genau das Richtige, um Energie zu gewinnen. Das wird ja heiß hier. Was ist los? Bella, du schon wieder. Hello. Sorry, ich brauche unbedingt heißes Wasser, um mir Nudeln zu kochen. Warte. Wie eklig, in Nudeln zu baden. Ich finde, das sieht appetitlich aus. Hier fehlt noch ein bisschen Soße. Mehr Ketchup. Du hättest nicht unbedingt auf meinen Kopf zielen müssen. Ihr müsst zugeben, wir sind hier die Besten. Das werden wir in einem fairen Kampf erfahren. Challenge accepted. Seid ihr bereit? Zack, fang die Cola. Ihr schafft es sicher nicht, uns abzuhängen. Emma, gib Gas. Ist schon gut, wir schaffen das. Von wegen, unsere Mauer ist fast fertig. Ja, hier fehlen nur noch ein paar Dosen. Bella, fang die letzte. Oh nein, ihre Wand ist höher. Das muss ich ändern. Das ist nicht fair. Hier. Eure Cola verwandelt sich in Eis. Na also. Andy, hier hast du einen Handschuh. Damit werden wir uns sicher nicht verbrennen. Bella, die haben uns ausgetrickst. Ist okay, das schaffen wir auch mit baren Händen. Oh. Ich krieg meine Hand nicht mehr ab. Was machst du, Zack? Verzeihung, er ist nun mal so tollpatschig. Das war's. Es ist bereits morgen. Ich habe so gut geschlafen. Und zu Hause ist so schön warm. Oh, Susie. Susie, schneller. Wach auf! Ist schon so spät? Gut, dass ich ausgeschlafen bin. So schön frisch hier. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh! Was? Oh Mann. Tut mir leid, Ted. Das wollte ich nicht. Jetzt bin ich nass. Warte. So ist's besser. So schön warm. Warm? Oh nein, heiß! Emma! Entschuldige, das wollte ich nicht. Ich gehe da mal lieber. Ich wollte dich bloß trocknen. Oh Mann, ich habe alles nur schlimmer gemacht. Das ist so lecker. Ich glaube, ich nehme mir auch was. Wunderbar. Das ist ja eine originelle Weise zu kochen. Ja, so liebe ich es, wenn es schön kalt ist. Heute schreiben wir einen Test. Und in welchem Jahr war das nochmal? Mal sehen. Susie, ich sehe alles. Spicken ist verboten. Oh Mann. Aha, ich habe eine Idee. Oh, wieso ist es so kalt hier? Was ist los? Wo kommt diese Kälte her? Ha, das reicht. Hier haben wir alle richtigen Antworten.
Oh Gott, ich glaube, ich bin eingefroren. Fertig. Was haben wir hier? Ist alles in Ordnung? Gut gemacht, Mädels. Ja, wir haben's drauf. Aua! Ah, Susie! Emma, das tut weh! Du meine Güte! Ich muss was Kaltes drauflegen. Genau. Darf ich? Hier. Das erwärmen wir. Wow! Ja, das Mittagessen ist fertig. Schmeckt gut. Da hast du recht. Ein Bügeleisen? Nein. Oh Mann, schon wieder deine Tricks. Ja, so ein bisschen was kann ich. Ich bin fertig. Jetzt können wir bügeln. Ich glaube, du hast es ein bisschen übertrieben. Oh, das stimmt. Tja. Oh Mann. Momentchen mal. So vielleicht? Gute Idee. Ich glaube, es fängt an zu tauen. Überprüfen wir mal. Oh, oh nein. Bist du kleben geblieben? Mach dir nichts draus, du wirst noch auftauen. Aua, das tut so weh. Oh Mann, mein armer Finger. Emma, hast du dich geschnitten? Ja, siehst du. Ich helfe dir. Wow, mir geht's gleich viel besser. Na, siehst du? Danke. Was? Mein Finger ist total eingefroren. Ich spüre nichts mehr. Ich hab's ein bisschen übertrieben. Und was mache ich jetzt? Wieso ist er dorthin gegangen? Nein, warte, bleib hier. Oh, aua. Ich brenne, das tut weh. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich habe eine Idee. Hier, zieh das an. Ein Handschuh? Jetzt können wir den Film weiterschauen. Lass die Tür zu. Tu das nicht. Es wird Zeit für eine Pause. Schmeckt herrlich. Genau. Susie, in welcher Hand? Hier? Was ist? Oh Mann. Igitt. Schon wieder ist mir das passiert. Was mache ich jetzt? Ted, hörst du mich? Oh Mann, Ted. Ted. Das Video ist so witzig. Lass uns spielen gehen. Er achtet ja gar nicht auf mich. Ted. Das war's. Momentchen. Ups, das war eine schlechte Idee. Was? Warte. Ha, wunderbar. Aua, aua, aua. Na gut, wenigstens ist der Ball warm. Lass uns spielen gehen. Was für ein schöner Ort. Ja, es gefällt mir hier auch. Ihre Sushi? Oh nein, wir brauchen keine Stäbchen. Ich brauche auch keine, danke. Wie Sie meinen? Dann mal los. Die gehören mir.
Und die gehören mir. Warm. Kalt. Ich liebe Eis. Und ich hasse es, krank zu sein. Emma, willst du was? Nein, ich darf gerade nicht. Ich hab's. Ich hab's mir anders überlegt. Oh, wow. Ein Milkshake. Wow. Warme Milch wird meinem Hals gut tun. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute. Wow, eine Torte. Das ist so lieb. Gratulation. Warte, wünsch dir was. Ted hat recht. Okay, ich habe mir was gewünscht. Ups. Was? Wie konnte das passieren? Komm, wir pusten sie zusammen aus. Na also. Die perfekte Torte. Hurra! Alles Gute zum Geburtstag. Das ist ja schön geworden. Einfach klasse. Ich finde, ich sollte anfangen. Ich bin die hübscheste von uns allen. Hä? Was ist das denn? Ein Glas Wasser? Soll das ein Scherz sein? Ich habe keinen Plan. Mädels, ich glaube, ich hab's erraten. Wir müssen einen Teebeutel besorgen, um Tee zu machen. Hier, ich habe einen in der Tasche. Bitte sehr. Ein Teebeutel? Sowas habe ich noch nie gesehen. Benutzen das nur arme Menschen? Mal sehen, was daraus wird. Das Wasser scheint braun geworden zu sein. Es ist eine Kostprobe wert. Es schmeckt nicht gerade gut, gefällt mir nicht. Ich werde nie wieder Tee für arme Menschen trinken. Igitt. Und dieser schreckliche Nachgeschmack. Ich muss das wegwerfen. Nein, 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 den kann man nochmal verwenden. Du meine Güte. Auf dieses Niveau werde ich mich doch nicht herablassen. Ich bin bloß sparsam. Mach weiter, Bella. Oh, wow, ich habe eine Menge Limonade. Womit soll ich anfangen? Keine Ahnung, ich brauche einfach einen Strohhalm. Kirschcola. Wie ungewöhnlich. Schaut mal, meine Zunge hat sich gefärbt. Ziemlich cool, nicht wahr? Und jetzt auch die anderen Farben probieren. Ein echter Regenbogen. Das hebt mir die Laune. Schaut mal, jetzt habe ich eine Regenbogenzunge. Cool, nicht wahr? Keine große Sache. Das sieht toll aus. Vielen Dank, Emma. Wisst ihr, ich habe nachgedacht und beschlossen, ich muss meinen Look dringend ändern. Mal sehen, ob ich was Passendes habe. Mein persönlicher Stylist wird mir damit helfen. Mach dir keine Sorgen, Bella, wir finden bestimmt was. Ich brauche ein buntes Outfit. Okay, Glitzer ist zu kitschig. Wir brauchen was Interessanteres. Beeil dich, probier das da an. Und ich mache dir so lange die Haare. Wow, Bella. Ich mag, was du da machst. Na also, so gefällt es mir viel, viel mehr. Kevin, vielen Dank. Mach's gut, meine Hübsche. Jetzt bist du dran, Emma. Hä? Wozu sind denn die ganzen Gläser hier? Was soll ich damit machen? Grüß Gott, kann ich behilflich sein? Das hier ist ein Sammlergetränk. Hey, das ist nicht fair. Ich hätte das bekommen sollen. Das muss ein Irrtum sein. Oh, das sieht ja schön aus. Das glitzert. Das Getränk muss ein Vermögen wert sein. Daran besteht kein Zweifel. Hey, schenk mir auch was ein. Ich bezahle dich. Tut mir leid, aber die Flasche ist bereits leer. Leider kann ich Ihnen nicht helfen.
Okay, diese Kirchenmaus kann den Geschmack eines edlen Getränks eh nicht schätzen. Zieh keine voreiligen Schlüsse. Ich will das unbedingt probieren. Nein, 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 nimm doch bloß nicht das Glas von unten. Ups, ich hätte nicht gedacht, dass die Pyramide so einfach zusammenfallen kann. Das schmeckt lecker, gefällt mir total. Wollt ihr auch was probieren? Dankeschön. Ach, was für ein Vergnügen. Ah, mir gefällt's nicht. Ladies, es geht weiter. Wir hätten es nicht überstürzen sollen. Dieser Fisch stinkt, ja? Wer isst denn sowas? Ich würde es nicht wagen, aber du solltest es probieren. Wie nett von dir, Susie. Nein, tut mir leid, aber ich kann das nicht essen. Kellner! Ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie diesen Fisch essen? Ich glaube, der ist faul geworden. Aber wenn Sie mich darum bitten, kann ich natürlich absagen. Ich muss einfach so schnell wie möglich machen. Ach, kommt schon. Den Fisch kann man noch essen. Der sieht doch gut aus. Oh, wow. Das machen Sie toll. Bravo. Ich wusste, dass Sie das schaffen könnten. Vielen Dank. Das war nicht einfach. Sie haben eine Belohnung verdient. Kluger Schachzug, Bella. Gut gemacht. Mal sehen, wie du das machst. Besteck und Soßen? Was soll das denn bedeuten? Bitte sehr, Ihr Fischsteak ist fertig. Oh, vielen Dank, das sieht richtig appetitlich aus. Das Besteck wird nützlich sein. Ich will sofort mein göttliches Gericht probieren. Der Chefkoch hat eine großartige Arbeit geleistet. Sowas nenne ich Haute Cuisine. Ah, tut mir leid, aber das hat mich total umgehauen. Ich muss das alles so schnell wie möglich aufessen. Wunderbar. Sowas habe ich von ihr nicht erwartet. Susie, du machst mir Angst. Ich esse gerne. Kann ich Ihnen den Teller nehmen? Ich bin sprachlos. Emma, mach du weiter. Ist das ein Gericht? Das ist doch im Aquarium drin. Ich will doch keinen lebendigen Fisch essen. Du musst es aber, das sind die Regeln. Ich habe eine bessere Idee. Ich meine, wenn ihr darauf besteht, kann ich diesen Fisch sofort essen. Oh mein Gott, ich kann gar nicht hinschauen. Armer Fisch, der hat das nicht verdient. Na endlich schauen die nicht hin. Komm mal her, ich muss dich retten. Das war's, großartig. Jetzt werde ich dich verstecken. Und die sollen denken, ich habe dich aufgegessen. Sie hat es wirklich geschafft. Ah, der war köstlich. Mörder? Hey, wo bleibt unser Essen? Es ist doch unanständig, uns so lange warten zu lassen. Oh, hallo, wer sind Sie denn? Ich mache keinen Hehl daraus, Bella. Ich mag dich sehr. Ich will dir einen Antrag machen. Nimm diesen Ring an. Oh, wie unerwartet. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber der Ring sieht wunderschön aus, nicht wahr? Dummerchen, das ist kein Diamant. Das ist nur Karamell. Du bist doch bloß neidisch auf mich, Susie. Emma, was hältst du davon? Super, sowas habe ich noch nie gesehen. Oh, das riecht ja süß. Ich will was probieren. Na, habe ich's dir doch gesagt. Schau mal, Bella. Was erlaubst du dir, Emma? Wieso leckst du meinen Ring? Na, weil er lecker ist. Jetzt muss ich ihn wegwerfen. Ist doch voller Spucke hier. Wie konntest du das tun, Bella? Ich hab gedacht, wir werden zusammen sein. Du hast mir das Herz gebrochen. Bitte geh nicht weg. Da hat sich wohl jemand gerade das Privatleben ruiniert. Du sagst es. Hallo, Liebling. Na, endlich habe ich dich gefunden. Lass mich in Ruhe. Wag es ja nicht, mich anzufassen. Susie hatte kein Glück mit ihrem Verehrer. Ich will dir diesen Ring als Zeichen unserer ewigen Liebe schenken und natürlich Blumen. Das ist doch kein Ring. Du hast mir nur den Finger mit einem Filzstift bekleckert. Ich brauche Hilfe. Können Sie ihn bitte wegbringen? Was wird mit unserer Liebe? Na, endlich bin ich den los. Hübsche Damen, gestehen Sie, wer von Ihnen ist Emma? Ich muss meine Prinzessin sehen.
Hunter wollte doch Bella sagen. Nein, nein, ich meine Emma und nur Emma. Oh, da ist sie ja, meine Göttin. Aha, du meinst mich? Soll das ein Scherz sein? Ich wusste immer, dass ich einen Prinzen heiraten würde. Ich schenke dir diesen Diamantenring. Probier ihn an. Ja, natürlich. Ich will. Wow, wie dieser Stein glitzert. Mädels, schaut mal. Der ist so ein Vermögen wert. Hier liegt doch offensichtlich ein Irrtum vor. Der Prinz konnte die doch nicht aussuchen. Gib mir den Ring. Nein, der gehört mir. Du weißt eh nicht, wie man damit umgeht. Hey, wo ist mein Ring hin? Ah, was für ein schöner Sternenhimmel. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit gegangen. Steck den Ring weg. Das ist mein Ring. Ich dachte, ich habe ihn schon verloren. Ich muss ihn wieder anziehen. Oh, ist das schön.